Weihnachten, 24.12. Und der Mann von der Weihnachtsmann. Ja, wir schauen von der Weihnachtsmann. Ich hab gespannt. Die Michelle geht jetzt noch schnell Gassi mit den Hunden. Patti kommt eigentlich auch gleich. Da wollen wir einen Geschirrspüler ausräumen. Wir müssen noch Badezimmer putzen, den Vorraum möchten wir nasswischen. Aufräumen müssen wir in der Küche. Es ist viel Arbeit. Ja. Backen, ich mache jetzt gleich Brötchen. Den Teig habe ich gestern am Abend schon gemacht. Diesen hier. Und ja, es ist viel zu tun. Und ja, Kekse backen. Ich will noch einen rumänischen Kuchen backen. Der heißt Kozonak. Mit gefüllt so mit Lokum, also mit so türkisch Delight. Ja? Du hast Riesenhunger. Okay, ich beeile mich. Wir machen hier Ordnung und die Brötchen. Also, let's go. Leider ist mein Teig nichts geworden. Der stinkt so stark nach Bier. Nach Germanhefe. Willst du gleich einen Teig trinken? Weißt du was? Ich glaube, wir hatten einen älteren Würfel drinnen. Also, ich glaube, das ist der gewesen. Dann wissen wir schon warum. So, ich habe schnell ein paar Brötchen gebacken. Scherz. Ich war auf jeden Fall ganz schnell Brot kaufen. Ich habe Brot gebacken. Ja. Brötchen gekauft und wir werden jetzt schnell frühstücken. Und hey, das habe ich gerade abgerissen. Kannst du mit mir geben? Nein, ich mag nicht. Es gibt auch solche. Immer streiten die Mondstritzer. Baba, für dich habe ich einen Sesam-Semmel gekauft. Danke auch. Schau. You liked it, oder? Ja. Wir haben jetzt fertig gefrühstückt. Ich habe jetzt den Kleinen auf Schlafen gelegt. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Baba! Da hängt das immer Geschirr aus- und einräumen. Man könnte glauben, es ist immer dieselbe Szene. Aber das ist der Geschirr schon wieder vorbei. Ja, sie rennt der Hammer hier Tag und Nacht. Also bei uns ist der Geschirrspüler eine richtig gute Investition. Also der rennt hier ohne Pause, gell? Ja. Wir also brauchen einen guten. Ohne Waschmaschine und einen Trockner und einen Geschirrspüler sind wir ausgeschmissen. Ja. Aufgeschmissen, sagt man. Aufgeschmissen? Du hast ausgeschmissen. Aufgeschmissen, habe ich gesagt. Bitte. Wir trinken jetzt unseren ersten Kaffee. Achtung. Erstmalig zum Mittag. Ich habe es nicht angefangen, weil ich den Teller noch in der Hand habe. Sehr lecker. Ich freue mich schon auf einen Schluck. Ja, sehr angenehm. Auf jeden Fall, wir räumen auf, müssen danach, also ich muss auf jeden Fall noch duschen, Haare waschen. Aber ich habe gesagt, ich bereite mal alles vor, den ganzen Teig. Und der Baba hat schon angefangen, hier das Fleisch für das Krautwickel, Sarma, hat er auch schon gekauft gestern. Das muss er auch noch machen und deswegen, aber zuerst müssen wir ein bisschen aufräumen, weil wir fangen schon wieder an, überall irgendwas abzustellen und das schaut einfach schlimm aus. Ja. Aber jetzt geht's wirklich an. Kümmert sich ums Kochen und ich mache die Backsachen. Ich habe mir schon alles hier vorbereitet. Ich werde aber doppelt gemoppelt backen, also einmal hier einen Kuchen, einen rumänischen, und hier werde ich im Thermomix dann die Kipferl und so die ganzen Weihnachtskekse vorbereiten.
sind, also wir, damit meine ich die Michelle und mich, wir sind jetzt Vanillekipferl-Beauftragte. Also ich mache hier mit der Hand welche, die Michelle befüllt wieder diese Form. Form heißt das Form? Ja, Schablone. Schablone. Die auf jeden Fall richtig cool ist, aber wir machen das jetzt, damit schneller geht, doppelt gemoppelt. Der Papa kümmert sich da hinter der Kamera um den Salat, den wir gerade machen. Um den Ton. Ich bin der Tonmann. Ah, ja, stimmt. Hey, wir haben das Mikrofon schon bekommen, oder? Ja, aber noch nicht. Wieso haben wir das nicht angestellt? Oh, wir haben keinen Akku mehr. So, wir haben jetzt einen neuen Akku reingemacht. Die Weihnachtsvideos, also die sind immer am längsten. Vom Material, glaube ich, oder? So mit ja, eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Für einen Vlog ist das echt heftig. When it's Christmas time, I light up a fire, gather friends and family. Have a bite to eat and some Christmas sweets. Chilling out and watch TV. Wrapping up the gifts with my fingertips. Making up some fancy rhymes. Just got something fun for my special one. But my love don't cost a dime. Waiting for Santa to come. He'll be knocking on my door. Treat the old and the young. I hear sleigh bells. Die Vanillekipferl sind schon fertig. Die Linseaugen müssen noch mit Marmelade bestrichen werden. Die Kinder machen jetzt noch schnell Nüsse, also auf. Ich brauche das für meinen Croissant. Aber war sein Essen eigentlich auch schon fertig gewickelt. Es muss noch gekocht werden. Und ich muss jetzt für diesen Salat, ich mache den jedes Jahr, das ist so ein Gemüsesalat mit Karotten, Kartoffeln, Erbsen und Salzgurken. Und da kommt jetzt noch selbstgemachte Mayonnaise rein. Und das wäre es dann eigentlich, oder? Das sind wir eigentlich fertig. Ja, das ist schon. Können wir dann ein bisschen fernsehen, weil das muss jetzt kochen. Wir sind schon seit so vielen Stunden. Wir sind in der Früh, sind wir da, oder? Ja. Das nächste Gericht ist schon fertig. Ich habe jetzt die Mayonnaise ohne Filmen gemacht, weil ich mache das eigentlich jedes Jahr. Also, ja. Oder jedes Jahr bei uns selber am Abend. Das ist die beste Mayonnaise, die... Ja, ich mache die immer selber mit Ei. Also falls euch das mal interessiert, dann schaut gerne in den alten Videos vorbei. Da habe ich das eigentlich immer gezeigt. Ja, wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich muss... Michelle, machst du das mit der Marmelade? Ich finde keine Marmelade. Oh. Im Kühlschrank. Ich finde den Kühlschrank nicht. Ja, ich muss nämlich das machen. Das ist ein rumänisches Rezept. Und es braucht jetzt ein bisschen Zeit, aber macht die Nüsse hier weg. Wir haben unsere eigenen Nüsse aus unserem eigenen Garten verwendet. Ja, ja. Das war die. Oh, du kratzt mich, Bella! Der Papa hat so. Ja? Ja, ja. Aber jetzt! Wir haben uns alle unseren Weihnachtspullover angezogen. Schaut mal. Und dann, Papa, sie möchte Mama Liga. Wir haben hier den Tisch gedeckt. Der Papa hat so schöne Deko gekauft. Schaut mal. Bei Action, oder? Oder bei. Da oben drauf? Jisk. Papa. So? Von wo ist das? Jisk oder? Von Jisk, ja. Jisk. Aber das war echt ein Schnäppchen. Schnäppchen? Jisk. Merry Christmas. Wow, Patrick. Oh, Merry Christmas. Der Philipp hat kein Weihnachtspullover. Und die Hunde nicht. Ja, warum die Hunde? Papa, die haben... Mama. So, wir essen jetzt unser Krautwickel. Mama, gib doch manche Hunde, die
Schnüffelung, die wir Sachen auch anhaben. Ja, aber du wolltest uns unser Geschenk geben. Jetzt oder danach? Ja. Michelle, machst du auch? Michelle, machst du auch? Ja, machst du mal liegen? Ja. Luisa, das ist nur Fleisch, hat sie. Fleisch mit Reis. Probier das mal. Hast du schon immer gegessen? Hat dir geschmeckt? Ganz viele Weihnachtssachen. Oh, von dir? Danke. Und für den Papa auch. Oh. Für das beide. Oh. Oh. Schau mal, Corona-Test. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Aber wir sind geimpft, oder Lara? Ich muss trotzdem testen. Das sind keine Tests, das ist was anderes, oder? Und das da ist für Baden. Wow, ich bade ja so gerne. Das ist für mich und für Papa Lavendelbaden. Wow, also danke, danke, danke. Warum selber gemacht? Das kannst du in den Bauch aufhängen, ha? Huh? Das schätzt ja noch. Und da musst du reingucken. Muss man weinen, wenn man liebt? Muss man weinen? Oh, frohe Weihnachten wünscht euch Lara. Und ein Lesezeichen, ist das meins? Also eigentlich wollte ich mir damit ein Geschenk. Ein Geschenk, ein Lesezeichen. Das kann ich dann, wenn ich ein Buch lese, immer da reingeben und dann kann ich dann wissen, wo ich immer bin, oder? Das hast du so schön gemacht. Frohe Weihnachten wünscht euch Lara. Out on a last minute spree, hoping to find that something that makes you see that I love you. I've been out. Oh no, schaut mal. Bist du der Weihnachtsmann? Weihnachtsmann hat schon den Keksen geklaut. Ja, wir haben auf jeden Fall alles aufgebaut. Münkel. Hat auch Münkel drin, gell? Ja, süß. Auf jeden Fall, wie ihr seht, haben wir schon alles aufgebaut, meine Lieben. Hallo. Ja, der Weihnachtsmann war hart eilig. Ja. Er spuckt sie aus, Schatzi. Und hast du gegessen? Vom Boden? Und jetzt gehen wir ein bisschen raus. Die Kinder sind schon draußen. Wir haben kurz die Großen, die Kleinen ablenken. Die... Hä? Emmy? Emmy will schon rein? Okay. Mal schauen, ob wir überhaupt irgendwas sehen. Luisa, hast du ihn schon gesehen? Ich weiß nicht, da oben. Ich mag den Weihnachtsmann besuchen. Du magst den Weihnachtsmann? Wir können mal nach Lappland fliegen, oder? Lappland. Wieder mal Weihnachtsmann. Oh, da kommt eine Kamera raus. Lass meine Kamera holen. Ja, ja, ja. Eine Kamera in der Hausmama. Oh Gott, ihr redet jetzt alle gleichzeitig. Ja, Baby, ja. Mama. Ja? Ich freue mich auf Weihnachtsmann. Ja. So, alle wollen jetzt unbedingt da rein. Seid ihr ready? Sollen wir jetzt reinschauen? Lara? Luisa, sollen wir reinschauen? Ja! Ja, 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 ja! Und? Erdbeben! Ja! Oh mein Gott! Mama! Mama! Ja! Die Lucy möchte auch rein. Nein, die Hunde bleiben da mal kurz draußen. Mama, sind das mir? Weißt du, wir müssen lesen, was draufsteht. Boah, die Kekse sind schon weg! Das ist meins! Das ist Warte. Hilfst du der Luisa auch? Kann ich mal aufmachen, Mama? Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ja! Oh mein Gott! Wow, die haben selbst was bekommen, gell? Was? Für die Hunde, schau mal, Kinder. Wie das
Der Weihnachtsmann hat natürlich auch an unsere Wuffis und an die Katze, an Piff eigentlich, die Katze, an Piff gedacht. Sophie! Der Weihnachtsmann war da! Sophie, Emi, der Weihnachtsmann war da! Lucy! Der Weihnachtsmann war da! Der Weihnachtsmann war da! Warte kurz, schau mal! Oh mein Gott! Ja, jeder Bibel war sehr, 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 sehr. Weil der Mann hat manchmal lieber, er liebt Hunde, gell? Ja, die wollen die haben, ja, ja, ja. Mein Gott, schau dir mal das an, von groß bis zu klein hier. Papa ist halb so. Warte, warte, warte. Einmal für die Bella, einmal für die Lucy, einmal für die Sophie, einmal für die Mama Goldie. Und für die Emi natürlich auch. Super. Wir sind schon urmüde. Die Kinder sind noch voll im Spielen. Genau, noch beim Auspacken und Spielen. Wir schneiden jetzt unseren Kuchen. Und anschließend werden wir den Kuchen jetzt kurz ausprobieren und ausschneiden. Um zu schauen, wie es überhaupt aussieht. Also von der Form her und von der Farbe her schaut schon lecker aus. La la. Das Messer ist nicht so gut. Das ist der Loco-Modellator. Ja. Die Leute. Bitte lass mich schneiden. Das, bitte, ich hab das tut mir leid, was du da machst. Was du denn? Geh gar nicht. Was für Tradition ist das beim Schneiden? Das ist ein rumänischer Kozonak. Das ist was mit Liebe. Es ist mit Liebe. Ja, aber nicht nur mit Liebe gemacht, sondern auch mit Liebe geschnitten. Das ist vielleicht zu wenig, oder? Da drinnen. Ja, ist zu wenig? Ja, war busy, aber das geht ja schon. Das vielleicht weißt du warum, weil außen und innen. Außen und voll genau voll. Nein, ich glaube, es ist umso mehr drinnen, ist mehr Schokolade. Okay, ich nehme mal das von der Mitte. Mhm, mhm, mhm. Und?
Ich nehme das Schöpf. Sehr lecker. Schöpfer. Mhm. Sehr lecker. Oma. Oma? Erinnerst du dich an deine Oma? Schmeckt so yummy. 1992. Boah, du warst aber alt. Ja. Mhm. Sehr lecker. Probier mal hier mit Nuka. Boah, das ist ein riesen Bistro-Paste. Sehr gut, gell? Und noch warm und so. Meine Lieben, wir werden uns jetzt auch vom Vlog verabschieden. Wir werden jetzt ein bisschen Kuchen genießen. Und mega. Wir sind mega hungrig, müde. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Und dann zu Silvester. Mhm. Zu Silvester. Und bis Silvester gibt es jetzt mal keine Videos. Tschüss. Bye bye.